McLaren hatte eine zu unkonstante und vor allem schlechte Zuverlässigkeit. Aber trotz paar guten Ergebnissen war am Ende nur Platz 9 drin. RBFL Senna war extrem schnell, ob auf einer oder auf mehreren Runden. Er war sehr konstant und das ist ziemlich gut für das Team. Sainz konnte mit dem Speed des Teamkollegen leider nicht mithalten, aber er war, was die Zeiten angeht, nicht weit weg von ihm. Das Ziel von McLaren ist, mit dem Speed, den man bei den Testfahrten gezeigt hat, definitiv unter die Top 3 zu kommen. Alles andere wäre eine Enttäuschung. Renault ist schlecht in die letzte Saison gestartet und man war selten in den Punkten. Aber mit guten Ergebnissen ab der Mitte der Saison konnte man sich mindestens noch Platz 8 sichern. Marcus war sehr konstant und extrem schnell auf den Geraden. Aber er hatte Probleme, den Wagen in den Kurven unter Kontrolle zu halten. Wenn er das hinkriegt, ist viel drin für ihn. Volti 12 gehört zu den schnellsten Fahrern auf der Strecke. Er hatte den Wagen zu jeder Zeit unter Kontrolle. Sehr gut und zufrieden ist das Team. Das Ziel ist es, den Schwung in die Saison mitzunehmen und dann die Top 3 am Ende zu sichern. Williams hatte einen guten Start in die Saison, aber man hat am Ende oder ab der Mitte etwas nachgelassen. Aber man hatte einen guten Aufschwung, dass das Team mit Platz 6 definitiv zufrieden ist. Basti Hay 2002 hatte leichte Probleme in den Kurven. Aber nur bei ein paar, nicht bei allen. Aber ansonsten war er voll bei der Sache. Brandon war ganz leicht hinter seinem Teamkollegen. Das Team freut sich darüber, dass beide Fahrer ungefähr gleich schnell sind. Das Ziel ist es natürlich, die Probleme in den Griff zu bekommen. Und am Ende wäre man sehr zufrieden, wenn man sich unter die Top 4 platzieren könnte. Platz 5 wäre auch okay. Haas hat die letzten beiden ersten Rennen ein bisschen verpennt. Aber ab dem dritten Rennen war man immer unterwegs zum Sieg. Am Ende konnte man sogar den Teamtitel feiern. Schoko F1 Tobi war gut unterwegs, aber der Wagen war nicht ganz konkurrenzfähig wie letzte Saison, deswegen war er einfach nicht mehr drin. Oriam hatte kleine Probleme, er hat sich ab und zu mal verbremst und dann kamen noch Zuverlässigkeitsprobleme hinzu. Ansonsten hatte er alles im Griff. Das Ziel ist es natürlich zu finden, woran es liegt, dass man nicht mehr ganz mithalten kann. Wenn man das schafft, will man angreifen und am Ende gucken, wo man landet. Red Bull hat eine durchschnittliche Saison mit ein paar Podestplätzen. Man ist aber sehr zufrieden, dass man sich auf Platz 4 der Teamwertung verbessern konnte. Pastete war extrem gut mit dem Wagen zurechtgekommen. Und er war auch vorne mit von der Partie. Das ist sehr gut. Mal schauen, ob er weiter so gute Leistung zeigen kann. Alemannia 95 war sehr konstant und das vor allem auf langer Distanz, was in der Formel 1 ziemlich wichtig ist. Auf einer Runde gesehen muss er etwas nachlegen. Das Ziel ist natürlich erstmal abzuwarten, zu gucken, wie das Team sich entwickelt. Man erhofft sich, die Top 4 zu packen. Toro Rosso hat eine super Saison und man war fast in jedem Rennen ein Kandidat um den Sieg. Mit dem Fahrertitel am Ende ist man sehr zufrieden gewesen. Knox hatte den Wagen gut unter Kontrolle, aber er ging ab und zu mal über die Grenzen, deshalb sind ab und zu mal Fehler passiert. Mampe 2 überfuhr den Wagen, was zu Fehlern führte und definitiv Zeit kostete. Man weiß nie genau, wo man bisher die beiden Fahrer einschätzen kann. Das Ziel ist es, etwas in der Teamtabelle zurückzufallen. Aber am Ende wäre Top 5 sehr gut fürs Team.
Ferrari war die ganze Saison nicht konkurrenzfähig. Man erhoffte sich eigentlich, um die Titelverteidigung zu kämpfen, aber man war sehr weit weg davon. Hyper Hyper hatte Probleme, alles aus dem Wagen rauszuholen. Entweder streikte die Technik oder er machte kleine Fehler. FM 1996 war konstant unterwegs und gehörte etwas zu den Schnelleren. Aber die Zuverlässigkeit fehlte und er war ab und zu mal relativ lang in der Box. Das Ziel von Ferrari ist natürlich erstmal wieder einen Anschluss zu finden an die Konkurrenz und vor allem die Zuverlässigkeit endlich wieder in den Griff zu bekommen, damit man Rennen häufig beenden kann. Mercedes kämpfte lange um beide Titel, muss sich am Ende aber geschlagen geben. Ein Grund dafür könnte es sein, dass am Ende die Zuverlässigkeit schlecht war. Domi hatte Schwierigkeiten auf einer Runde und war nicht weit vorne mit dabei. Aber neben man die ganze Tabelle auf den Renntrim, war er sehr weit vorne mit dabei. Didi Paul hatte nicht alles im Griff, was den Wagen angeht. Er machte ein paar Fehler, aber trotzdem war er ziemlich schnell unterwegs. Das Ziel ist es, dass das Team konstant um die Punkte und Podestplätze kämpft. Und man ist sicher, dadurch ein gutes Ergebnis einzufahren. Racing Point hatte einen sehr starken Saisonstart, aber man hat auch genauso stark nachgelassen. Das Punktepolster, was man derzeit gefahren hat, reichte noch für Platz 7. Easy Kulix war schneller als sein Teamkollege, aber er war auch etwas unkonstanter, was die Zeiten angeht. Ungefähr jede zweite Runde war er auf Top-Niveau. Bass hatte den Wagen etwas besser im Griff als sein Teamkollege, war aber zeitlich nicht ganz auf der Augenhöhe. Wenn man beides kombiniert, könnte das vielleicht eine gute Saison werden für das Team. Das Ziel ist es, dass die ersten Updates, die man direkt bringen will, klappen. Und man will dann definitiv um die vorderen Plätze kämpfen. Alfa Romeo Racing war nie wirklich konkurrenzfähig letzte Saison, bis auf eine einzige Ausnahme. Eine extreme Enttäuschung ist es natürlich, wenn man am Ende Letzter wird. Galli F1 war super bei den Testfahrten unterwegs und er war sehr weit vorne mit dabei. Er war sehr konstant und der Wagen war auch sehr zuverlässig. Sascha 202. Mit den beiden Fahrern war es einfach. Die konnten das Auto an die Grenzen treiben, ohne drüber hinauszuschreiten. Das Ziel ist natürlich, mit den Leistungen, die man bringen möchte, erstmal abzuwarten. Weil alles ist möglich. Siege, Podeste, Punkte oder sogar Nullnummern.